Guten Abend, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Dienstagabend. Ja, auch heute wird es wieder sehr spät, weil vielleicht hast du einen oder mitbekommen. Ich habe ziemlich lange gemacht, damit ich das schaffe, was ich mir vorgenommen hatte. Und dann war heute wieder so ein bisschen kleiner Einkaufstag mit ein paar Lücken füllen im Kühlschrank. Und deswegen ist es halt wieder etwas später geworden. Aber lieber spät als nie, hoffe ich doch, dass auch technisch dann alles funktioniert mit Hochladen und so weiter. Und dann dürfte das ja frühen Abend in allen Portalen dann drin sein, das Video, das nur kurz zur Erklärung. Ja, gut, heute kommen wir zur 362. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 880. Geschichtsstunde insgesamt. Aber bevor wir zu der kommen, wie immer, der Rundumblick über das, was so heute schon wieder drin steht. Corona-Pandemie, EU-Vertrag über BioNTech-Impfstoff ausgehandelt. Ja, ich hatte schon gestern angesprochen, wer sich diesen Impfstoff impfen lässt, der gerade mal 2, 3 Monate getestet worden ist, wo sonst solche Sachen um wirklich gefährliche Nebenwirkungen und Nachfolgewirkungen für die Menschen auszuschließen, mehrere Jahre und manchmal Jahrzehnte getestet wird und dann am Endeffekt entschieden wird unter Umständen, wir lassen es dann doch lieber weg, weil so viele ja, Unwägbarkeiten bestehen. Der ist für mich ein Selbstmörder und man will ja vor allen Dingen die Alten als erste impfen. Da würde ich jeden, der noch eine Mutter und einen Vater hat, der in einem hohen Alter ist, ja, sagen, Leute, wenn ihr das zulasst, dass eure Alten mit was geimpft werden, wo unter Umständen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, mehr Schaden angerichtet wird als Nutzen, dann macht ihr euch mitschuldig an, ja, ich sag's mal deutlich, Mord an Mord. Ne? Weil uns wird ja immer erzählt, wenn eine leichte Grippe jemanden, der sowieso schon stark krebskrank ist, wenn der dann so ein Grippevirus in sich trägt, dass das angeblicher Covid-19-Toter ist. Wenn dann jemand mit einer Krebserkrankung stirbt, der sowieso schlechte Abwehrkräfte hat und dann einen Impfstoff bekommt, der ihn noch zusätzlich schwächt, dann würde ich mal sagen, ist das auch dann ein Impfstofftoter. Ne? Ja, zu den Zahlen kommen wir noch. Karliczek für Maskenpflicht auch an Grundschulen. Ich würde mal sagen, die Lehrer und die Eltern von den Kindern, denen man diese Gewalt antut, die sollten sich mal alle zusammentun und dorthin marschieren, wo der Frau Karliczek residiert und ihr mal die Leviten lesen, weil es ist unglaublich, was diese Unmenschen mit den Menschen veranstalten. Die angeblichen, ja, das sind die Humanitären, die fischen schwere Kriminelle, Extremisten, Terroristen aus dem Meer, um sie uns vor die Türe zu setzen und tun kleine Kinder psychisch und auch physisch krank machen, indem sie ihnen Masken aufzwingen wollen. Ne? Ja, das ist die Humanität dieser Scharlatane, dieser Lügner, dieser Pharisäer. Und dann kommen wir zum nächsten Lügner. Bundespräsident Steinmeier kritisiert Leipziger Corona-Demo. Ich habe es mir durchgelesen, Herr Steinmeier. Die einzigen, die Gesundheit der Menschen gefährden, sind solche Leute wie Sie, SPD, SED-Genosse, Herr Steinmeier. Und solche Leute, die ihr untergeschmuggelt habt in die Demo. Ich habe mir die Bilder genau angeschaut, so schwarz gekleidet, die ganz schnell kamen und wieder verschwunden waren, 2, 3 Bengalos geworfen haben. Die haben die Demonstranten gefährdet, Herr Steinmeier, in ihrem Auftrag, um wieder mal wie zu besten Stasi-Zeiten eine Demo zu diskreditieren und die richtigen Körperverletzungen und Gefährdungen der Gesundheit anderer fanden dann am späten Abend in ihrem geliebten Leipzig-Konnewitz statt, Herr Jung, ne? Herr Jung, Sie linksextremistischer Oberbürgermeister von Leipzig, wo wieder einmal Steine flogen und alles Mögliche zerdeppert wurde, wo Leute angegriffen wurden. Das ist die wahre Gefährdung. Die einzigen, die hier das Wohl der Menschen gefährden, das sind Verbrecher, die sich als Regierung tarnen und ein ganzes Volk zu Versuchskaninchen machen wollen. Ihr seid diejenigen, vor die der Bevölkerung geschützt werden muss und nicht irgendein Virus. Herr Bundespräsident, halten Sie endlich, und das lasse ich jetzt weg, das Wort ihr,
Es reicht, es reicht. Wir wissen, für wen Sie Bundespräsident sind und von wem Sie gewählt worden sind, aber nicht vom deutschen Volk, nicht vom normalen Bürger, den Sie hier systematisch kaputt machen mit Ihrer SPD-SED-Bande, mit Ihrer SED-Linke Stasi-Partei, mit Ihrer linkszionistischen Grünen Partei, mit Ihrer zionistisch durchseuchten CDU, CSU und FDP. Ne? Ja. Dann haben wir noch Ungarn will Gefahrennotstand für weitere 90 Tage beschließen. Ja gut, okay, wenn der so aussieht, wie man da die Bilder mal sehen, wenn zum Beispiel Fußball ist in Ungarn und das Stadion voll ist und jeder ohne Abstand und Maske feiern kann, dann kann man so einen Notstand natürlich auch ertragen. Dann palästinensischer Chefunternehmer Erik hat an Covid-19 gestorben. Ich habe es mir durchgelesen. Er wurde dann in einem Jerusalemer Krankenhaus behandelt. Ja, ob der wirklich an Covid-19 gestorben ist. Das mag ich in diesem Fall sehr, sehr bezweifeln. Wir kennen andere Fälle, wo Leute plötzlich erkranken, die nicht so die Freunde des Mossad waren. Ja, EU-Haushalt, Europaparlament und Regierung einigen sich. Also es ist ja noch nicht ganz durch, aber mal schauen wir mal. Sie werden es schon schaffen, der Frau Merkel und der Frau von der Leyen, das Steuergeld der deutschen Steuerzahler in alle Winde zu verwehen. Schauen wir mal, ob sie das noch rechtzeitig vor dem 31.12. bekannt geben können, dass die Deutschen wieder mal milliardenlos sind, 45 Milliarden pro Jahr. Sie werden es wohl demnächst sein in diesem EU-Haushalt und dann dazu noch diese auch noch viel höheren Milliarden für dieses sogenannte Corona-Hilfspaket. Ja, und dafür kriegt Ostdeutschland 500 Millionen Sonderzahlung. Sehr gutes Geschäft. Jeder Kaufmann, jede Firma, die so sehr eine Firma führen würde, wie diese Verbrecher unser Land führen, der wäre schon lange pleite und würde jede Menge Klagen von seinen Anlegern bekommen wegen Veruntreuung von Geld. Ja, Kartellrecht, EU-Wettbewerbswiderwerfung, Amazon, Missbrauch von Marktmacht vor, Schuldenatlas 2020, weniger Bürger überschuldet, ne, die kommen ja durch die Hilfe noch gerade so durch. Fachleute sehen Ruhe vor dem Sturm. Ja, ihr werdet schon noch sehen. Vielleicht tun sie es versuchen bis zur nächsten Bundestagswahl, die wahrscheinlich sowieso so gefälscht sein wird wie noch keine zuvor. Wenn sie dennoch stattfindet, werden sie versuchen, das noch hinauszuzögern. Aber hier wird so richtig das Chaos losbrechen. Die 1920er Jahre waren ein Scheißdreck dagegen. Stuttgarter Krawallnacht, 18-Jähriger zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Nun weiß ich nicht, habe es nicht so richtig mitbekommen, ob das nun so einer von diesen vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund war oder ob so ein Dummkopf von der Antifa war, so ein Linksextremer, der es bunt mag, weil das könnte durchaus sein, weil bei dem hohen Urteil für die Tat, die er begangen hat, könnte es mal sein, dass es da mal so ein Dummkopf erwischt hat, der es bunt mag und nach Pass Deutscher ist, aber in Wirklichkeit ja keiner ist, weil er ja keiner sein will, sondern Weltbürger. Ja. Dann haben wir noch islamistischer Terror. Merkel berät mit Kurz und Macron über Strategie gegen Anschläge. Ja, ich habe schon die neueste Strategie heute so mitbekommen, als ich mich so frisch gemacht habe. Die neueste Strategie ist wieder noch mehr Imame ausbilden. Hauptsache sie hetzen dann auf Deutsch. Ne? Ja, das ist, so gehen unsere Beschützer unserer Gesundheit gegen kriminelle Machenschaften, gegen extremistische Machenschaften aus dem Orient und Afrika vor. Aber wehe dem. Ein Deutscher tut nur im Ansatz sowas tun, wie hier in den letzten 2 Wochen eine Blutspur durch Europa gezogen worden ist. Es wäre sofort alles dicht gemacht worden, was man als rechts bezeichnen kann. Nicht wahr, ne? Nicht wahr, Frau Merkel, Herr Macron und Herr Kurz, ihr seid Verbrecher, ihr seid die schlimmsten Verbrecher, die jemals Europa und europäische Staaten regiert haben. Ihr scheißt auf unsere Gesundheit, ihr wollt nur eure psychopathischen Ideologien durchsetzen. Das zeigt sich immer wieder, wenn hier wirklich etwas gegen islamistischen Terror getan werden wollte, dann würden hier Millionen von Islamern aus dem Land fliegen, die sich eindeutig hier mit unserer Gesellschaft anlegen wollen und sie nach ihrem Dünken umgestalten möchten. Ja, und dann, das ist dann bezeichnend, die letzten Tage haben wir ja nur Jubelbilder von Biden gesehen und Verunglimpfungen von Trump. Und wenn da schon was stand von der US-Wahl, war das auf der ersten Seite. Jetzt müssen wir schon auf die dritte Seite gucken, weil es stand halt nicht da, USA nach der Wahl, Justizminister Barr untersagt Untersuchungen, sondern erlaubt sie. Wenn er das untersagt hätte, hätte es auf der ersten Seite gleich als erste Meldung bestanden. Jetzt steht es ganz, ganz hinten als drittletzte Meldung. Ja, tut sich da vielleicht doch noch was,
wird eurer hochgelobter Herr Biden doch noch zum großgrößten Wahlbetrüger aller Zeiten in den USA und dessen entlarvt und landet dann dort, wo ihr gerne Trump sehen möchtet, nämlich im Gefängnis. Ja, das habe ich ja gestern gesehen, dann spekulierte ja wieder so eine schlaue Dame von ARD, war es glaube ich, oder war es ZDF, ich weiß es nicht mehr genau, die dann so spekulierte, ja vielleicht will ja Trump nur mit Biden aushandeln, damit er Straffreiheit bekommt. Deswegen will er da jetzt eine, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Frau Merkel, Sie sind dann auch mit dran, weil wenn dieses Programm, was da auch mit erwähnt wird, hier in Deutschland die Wahlen in Amerika beeinflusst haben sollte, ich sage extra sollte, dann könnte es für Sie auch vielleicht eng werden. Wir wissen ja, wie die USA mit Leuten umgeht, die in ihren Wahlen herumgefuscht haben. Bergkarabach. Aserbaidschan und Armenien einigen sich auf Waffenruhe, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Die von Armenien scheint damit nicht so zufrieden zu sein. Muss ich mich erst mehr mit beschäftigen. Und Peru, Parlament enthebt Präsident Vizcarra des Amtes und damit sind wir durch. Und was das betrifft, und da gehen wir mal auf die lustige Seite mit den lustigen Zahlen. Und ja, seitdem jetzt den Leuten gesagt worden ist, kommt bitte nur noch zum Testen, wenn ihr wirklich was habt und tut vorher mal testen, ob ihr vielleicht doch bloß normale Halsschmerzen und eine leichte Erkältung habt. Seitdem sind die Zahlen etwas niedriger geworden. Wir haben heute nur 15.332 positiv getestete, wohlgemerkt nicht infizierte, seit dem Bericht in der Berliner Zeitung, wo der Senat von Berlin zugegeben hat, dass man mit dem PCR-Test keine Infektion feststellen kann, eindeutig mit einem Nein beantwortet. Die Frage, ob das möglich ist, wissen wir, dass dort, was uns da hier als Infektion gemeldet wird, nur positiv getestete eines PCR-Tests sind, hundertprozentig und nicht unbedingt wirklich Erkrankte oder Infizierte, geschweige denn Erkrankte. Genauso dürfte sich's verhalten mit den Verstorbenen, die 154, da sind jede Menge dabei, die sind an ganz anderen Krankheiten verstorben. Und man hat noch einen Coronavirus, der aber nicht dieser gefährliche Virus war, sondern irgendwas ganz anderes. Oder ein leichter Strang, wo festgestellt worden ist für einen Virus. Die sind dann halt an Covid-19 gestorben. Obwohl jeder weiß, der hatte schon so schlimm Krebs. Wenn dann ein kleiner Krankenhauskeim dazukommt, ist er hinüber. Ja, aber das möchte man den Leuten ja nicht erzählen, weil dann diese angeblichen Pandemiezahlen noch kleiner wären, als sie sowieso schon sind. Minus 11.700 Genesene. Und damit sind wir jetzt bei einem Plus am heutigen Tage von 3.478 positiv getesteten, nicht infizierten. Kumulativ sind wir jetzt bei 687.200 positiv getesteten, nicht infizierten, sondern positiv getesteten. Minus 11.506 Verstorbenen, die in Verbindung mit einem PCR-Test zu positiv getesteten wurden, nicht infiziert unbedingt oder erst recht nicht unbedingt Covid-19 oder Corona-krank, minus 441.200 Genesene und damit sind wir bei 234.494 aktiv positiv getesteten, bei 83.166.771 Einwohnern in Deutschland macht das prozentual 0,28%, aufgerundet 0,3%. Und deswegen wird hier jeder Deutsche im Lande zum Strafgefangenen im eigenen Land gemacht und zum Kriminellen, wenn er gegen sogenannte Hygieneregeln nicht verstößt. Jetzt hat es ein bisschen hier gebohrt. Ich hoffe, das geht nicht weiter so. Nicht, dass man hier nichts versteht. Ja, heute geht's weiter, wie gesagt, mit der 362. Stunde zur Weltgeschichte. Vorher nochmal ein Rückblick auf die gestrige, die 361. Und da hatten wir den 5. November 1439, Basler Konzil setzt Papst ab. Ja, danach, das war der Eugen IV. Und dafür kam dieser Gegenpapst, wo haben wir ihn, wie hieß er, ich finde ihn jetzt nicht auf die Schnelle, Amadeus VIII. Von Savoyen. Da wurde als Felix V. Papst. Ne? 1440 Araber kultivieren Kaffee, aber ja, gekommen ist er von München aus Äthiopien. Also es ist kein arabisches Getränk in dem Sinn, sondern die haben es nur weiter verbreitet, erfunden oder ja, im Prinzip
das draus erstmal gemacht, was es ist, nämlich Kaffee, haben Mönche in Äthiopien. 2. Februar 1440 Aufstieg der Habsburger, das ist das wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Da wurde Herzog Friedrich V. von Steiermark, wird als Friedrich III. Zum deutschen König gewählt. Dann hat man 1440 Nikolaus von Kues Weltbild, wo er bezweifelte, dass die Erde der Mittelpunkt der Welt, des Universums wäre, weil das unendlich ist. Und was unendlich ist, da kann es auch keinen Mittelpunkt geben. Ja, dann haben wir um 1440 bürgerliche Hospitäler entstehen. Dann haben wir den 24. April 1444 Großbrand zerstört Luzern. Und dann ein wichtiges Ereignis in der Weltgeschichte um 1445 Buchdruck nach Gutenberg. Und als letztes hat man gestern um 1445 Portugiese entdeckt die Kapverden. Jetzt brummt es schon wieder. Wie gesagt, ich hoffe, man hört es nicht zu sehr im Video und man kann das alles verstehen, was ich vorlese. Ein Schluck Milch und ein Schluck Kaffee. Ja, und heute geht es weiter und da sind wir wieder bei Gutenberg mit einem Fokus. Bewegliche Lettern. Der Buchdruck markiert das Ende des Mittelalters. Johannes Gutenberg war nicht der Erste, der den Buchdruck erfand. Doch begünstigen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstände des ausgehenden abendländischen Mittelalters die Verbreitung seines Druckverfahrens. Bücher können binnen kurzer Zeit vervielfältigt werden. Diese Möglichkeit eröffnet das Fenster zur Neuzeit. Und los geht's. Der Anfang der Entwicklung einfacher Drucktechniken lässt sich nicht genau bestimmen. Es begann aber wahrscheinlich damit, dass in Ägypten und Mesopotamien keramische Erzeugnisse mit Stempeln, auf denen Bildsymbole, Buchstaben oder ganze Namen eingraviert waren, gekennzeichnet wurden. In Ägypten waren schon einfache Textildrucke mit aus Pflanzen gewonnenen Farben verbreitet. Der entscheidende Schritt zum Drucken von Bildern wurde im alten China im 8. Jahrhundert vollzogen. Wenig später wurden hier auch Schriftzeichen in die Druckstöcke aus Holz graviert und erste Texte gedruckt. Bereits im 11. Jahrhundert soll in China der Druck mit austauschbaren Schrifttypen erfunden worden sein. Nachzuweisen ist der Einsatz eines solchen Druckverfahrens zwar erst bei einem Buch aus Korea von 1409, dennoch ist keineswegs auszuschließen, dass in Asien erste Bücher bereits im 14. Jahrhundert mit beweglichen Lettern gedruckt wurden. Diese bereits weit entwickelte Technik war jedoch im fernen Europa zu dieser Zeit noch vollkommen unbekannt. Und los geht's mit dem ersten, oder weiter geht's mit dem ersten Unterabschnitt zu diesem Fokus. Von China nach Europa. Historiker vermuten, dass die Araber die ersten rudimentären Kenntnisse über die Drucktechnik aus China nach Europa vermittelten. Aber das vermuten sie nur. Allerdings wurden im Reich der Mitte seit dem 14. Jahrhundert zunächst lediglich Textilien mit Ornamenten bedruckt. Erste auf Papier gedruckte Holzschnitte entstanden im europäischen Kulturraum im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts. Dabei handelt es sich um sogenannte Einblattdrucke. Die recht einfache Technik der Handabzüge ermöglichte nur das Bedrucken einer Seite. Um 1430 kamen erste in Anführungszeichen Blockbücher, Anführungszeichen Ende auf den Markt. Nochmal, um 1430 kamen erste in Anführungszeichen Blockbücher, Anführungszeichen Ende auf den Markt, bei denen jeweils zwei Drucke mit der Rückseite zusammengeklebt wurden. Nur wenige Blockbücher sind erhalten geblieben. Sie hatten überwiegend die Funktion von Bilderbüchern. Die relativ kurzen Texte wurden handschriftlich hinzugefügt. Und letzter Unterabschnitt zu diesem Fokus. Aufbruch des Humanismus. Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern wird durch verschiedene Ereignisse begünstigt. So ist die Aufbruchstimmung des Humanismus insofern für die Entwicklung des Buchdrucks von Bedeutung, als eine verstärkte Nachfrage nach Wissen besteht. Und dieses Wissen kann mit Hilfe von Büchern am einfachsten vermittelt werden. Auch die Entwicklung neuer Papierherstellungsverfahren, die die Produktion größerer Mengen Papiere ermöglicht, begünstigt die Entwicklung.
Denn die komplizierten technischen Verfahren und die Investition in die teuren Maschinen lohnen sich nur, wenn gleichzeitig genügend Papier zur Produktion verhältnismäßig großer Auflagen zur Verfügung steht. Johannes Gutenberg dachte offenbar von Beginn an in großen Dimensionen. Wenn man Akten aus Gutenbergs Straßburger Zeit über den Ankauf großer Mengen Blei, Druckformen und Pressen richtig interpretiert, so braucht er insgesamt annähernd 20 Jahre für die Entwicklung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, einer Erfindung, die die Welt nachhaltig verändert. Hatte ich gestern schon was dazu gesagt, auch diese Vergleiche mit dem Internet. Wie gesagt, der große Unterschied war hier, wenn Bücher einmal in der Welt sind, kann man sie schwer wieder einsammeln. Und bis die eingesammelt sind, ist alles im Kopf drin. Da hat sich es in den Köpfen der Menschen verfestigt. Das heutige Internet wird ja damit immer verglichen, aber dort wissen wir ja, ist mittlerweile so, dass innerhalb von Sekunden ganze Videotheken und Bücher in Anführungszeichen, digitale Bücher verschwinden können, wenn es die Herrschaft nicht möchte. Insofern ist der Durchbruchbuch bis heute aktuell und nur das ist ein Garant dafür, dass man die Wahrheit erfährt, wenn man sich genau umschaut und sich die richtigen Bücher heraussucht und genau drauf schaut, wer dort im Hintergrund das Geld dafür gegeben hat, um sie zu erstellen und wen der Verlag gehört, der dieses Buch verlegt. Ansonsten ist es genau dasselbe wie das frisierte Internet. Ja, und da haben wir drei Bilder. Ein Setzkasten aus einer rekonstruierten Gutenberg-Werkstatt. In Klammern Gutenberg-Museum in Mainz, Klammer zu. Wie gesagt, ich schreibe ja jeden Tag im Internet, ihr wisst das ja, ne? Sonst wären wir jetzt nicht hier. Man kann es nutzen, ich bin da kein Feind davon. Es ist eine gute Sache, wenn es nicht missbraucht wird. Aber das einzig Wahre findet man in solchen Büchern wie diesen. Und da kann auch nicht aus der Ferne und unbemerkt ein Herr Maas sagen, oh, die Seite gefällt mir nicht, die löschen wir jetzt, sondern die steht hier drin und die bleibt da drin. Ja, weiter geht's mit einem zweiten Bild. Buchdruckwerkstatt am Ende des 15. Jahrhunderts. In Klammern französische Buchmalerei 1490-1520. Und dann kommen wir zum dritten Bild. Spätmittelalterliche Buchdruckerei. In Klammern nachträglich kolorierter Kupferstich von Matthias Merian dem Älteren aus der in Anführungszeichen Gottfried-Chronik Anführungszeichen Ende 1632. Ja, das sind solche Leute, die haben die Welt wirklich verändert. Johannes Gutenberg und nicht solche wie Herr Drosten, die auf der einzig allein gültigen Meinung bestehen. Weiter geht's mit dem 12. Juni 1446. Frieden im Zürichkrieg. Im sogenannten Alten Zürichkrieg wird der Frieden verkündet. Es dauert jedoch noch mehrere Jahre, bis der Streit zwischen Zürich und der übrigen Eidgenossenschaft endgültig beigelegt wird. Zürich ist damit der Verlierer des Krieges um das Erbe des letzten Grafen von Toggenburg. Schon das erste ernsthafte Zusammentreffen bei Pfäffikon am 4. November 1440, bei dem Rudolf Stüssi, der Führer der Zürcher Kriegspartei, angesichts der Überlegenheit seiner Gegner kampflos den Rückzug antrat, hatte das Vertrauen der Zürcher in die Macht ihrer Waffen schwer erschüttert. Erneut war das Ziel Zürichs in weite Ferne gerückt. Entschuldigung, kurzes Bräuschen. Erneut war das Ziel Zürichs in weite Ferne gerückt, sich durch den Erwerb des toggenburgischen Gebiets zwischen Zürich und Walensee die Kontrolle über die Handelsstraße zu den Bündner Pässen zu verschaffen. Das Bündnis der Stadt mit dem deutschen König, dem Habsburger Friedrich III., hatte den Frieden Zürichs mit Schwyz und Glarus beendet. Nach dem Tode Stüssis schien der Verwitlungstag
von Baden schon die Einigung bringen zu können. Doch Parteikämpfe in Zürich, bei denen die österreichisch gesinnte Richtung die Oberhand gewann, führten zur Fortsetzung des Krieges. Der Hinrichtung von 62 Zürichern bei Greifensee folgte im Juli 1444 der Überfall des in österreichischen Diensten stehenden Freiherrn Thomas von Falkenstein auf die Stadt Bruck im Kanton Aargau. Der Krieg weitete sich aus durch das Eingreifen des französischen Königs Karl VII., der auf Bitten Friedrichs III. Seine Söldner zur Entlastung Zürichs aussandte. Bei St. Jakob an der Birs schlugen sie ein eidgenössisches Heer. Allerdings zogen sich die Franzosen wieder zurück, nachdem die Belagerung Zürichs abgebrochen worden war. Bis 1446 folgte ein grausamer Kleinkrieg, der erst am 6. März 1446 mit einer Niederlage der Österreicher bei Ragaz endete. Die Friedensproklamation von Konstanz vom 12. Juni 1446 macht den Weg frei für Verhandlungen. Nachdem über die territorialen Fragen Einigkeit erzielt worden ist, die Erwerbungen von Schwyz und Glarus aus dem Toggenburger Erbe werden für rechtmäßig erklärt. Zürich erhält alle seine Territorien zurück, mit Ausnahme der Höfe Pfäffikon, Wollerau, Horden und Ufenau. Also nochmal zurück. Zürich erhält alle seine Territorien zurück, mit Ausnahme der Höfe Pfäffikon, Wollerau, Horden und Ufenau. Erklärt am 13. Juli 1450 der zum Schiedsrichter bestellte Berner Schultheiß Heinrich von Bubenberg das Bündnis Zürichs mit Österreich für unzulässig. Wollen wir den Satz nochmal insgesamt machen? Hier stimmt was nicht. Nachdem über die territorialen Fragen Einigkeit erzielt worden ist, die Erwerbungen von Schwyz und Glarus aus dem Toggenburger Erbe werden für rechtmäßig erklärt, Zürich erhält alle seine Territorien zurück, mit Ausnahme der Höfe Pfäffikon, Wollerau, Horden und Ufenau, erklärt am 13. Juli 1450 der zum Schiedsrichter bestellte Berner Schultheiß Heinrich von Bubenberg das Bündnis Zürichs mit Österreich für unzulässig. Jetzt haben wir es richtig. Neben Zürich, das auf die Kontrolle der Handelsstraße nach Chur oder Chur verzichten muss, zählt Österreich das auf alle an die Eidgenossen verlorene Rechte und Gebiete verzichtet zu den Verlierern. Sieger ist Schwyz, das die obere March gewinnt und sich durch die Höfe am Zürichsee den Ausgang in die Linte-Ebene sichert. Oder die Lindebene, die Lindebene. Ja, Entschuldigung, der eine Satz war so ein bisschen verschachtelt und kompliziert, muss ich zweimal lesen. Und ein ziemlich langer Satz. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Blick auf die Stadt Rapperswil am Zürichsee, die trotz mehrerer Belagerungen und Sturmangriffe den Eidgenossen standhielt. Also die Zürcher, die waren damals schon etwas, ja, nicht die besten Freunde der Eidgenossen. Weiter geht's mit 1447. Hexe nach Hostienraub verbrannt. Vor den Stadtmauern von Wilisau in Klammern bei Luzern, Klammer zu. Nochmal, vor den Stadtmauern von Wilsau, doch Wilisau, ich hatte es doch richtig, weil das über der Zeile geschrieben ist. Vor den Stadtmauern von Wilisau in Klammern bei Luzern, Klammer zu, wird Anna Vögtlin aus Bischofingen bei Breisach als Hexe verbrannt. Der Vorwurf, sie soll die Hostie aus dem Sakramentshäuschen der Kirche von Ettiswil geraubt haben. Nach dem Raub hatte die Vögtlin die Hostie in einen Nesselbusch am Rande eines Schweinepferchs geworfen. Der Überlieferung nach verwandelte sich dann die Hostie in eine weiße Blume, die von einer Schweinehirtin entdeckt und vom Pfarrer, begleitet von einer feierlichen Prozession der Bevölkerung, in die Kirche zurückgetragen wurde. In der Folge wird die Kirche von Ettiswil zum Wallfahrtsort. Zahlreiche Gläubige verehren die in einer goldenen Monstranz eingeschlossene Hostie. An der Stelle, wo die gestohlene Hostie liegen gelassen wurde, wird 1450
bis 1452 eine Sühnekapelle erbaut. Nach der Hinrichtung fällt das Vermögen von Anna Vögtlins an die Obrigkeit. Darum ging es wahrscheinlich. Ja, und da haben wir wieder das, ich hatte das letztens ja schon mal angesprochen, habe ich auch gepostet. Jetzt holt man schon Geschichten aus dem 16. Jahrhundert davor, von 1510, als man die Juden aus Berlin vertrieb, wegen so einer Hostiengeschichte. Also wir sehen, es war damals Usus, es konnte jedem passieren. Wenn die Herrschenden scharf auf dein Geld waren, dann haben sie solche Geschichten erfunden. Ja, und die Frau Vöglin, ich habe ja zumindest nichts davon gelesen, die war keine Jüdin. Also stellt euch doch nicht immer als das dar, was ihr nicht seid. Ihr seid nicht die außergewöhnlich Verfolgten. Ihr habt genauso Probleme bekommen wie andere auch in gewissen Zeiten. So, und über die spricht aber keiner. Ich sehe nicht, dass die Schweizer jetzt wegen der Frau Vöglin jedes Jahr eine Mahnwache machen oder irgend so ein Schwachsinn. Ihr zu die ganze Zeit aus dem Kontext reißen und bastelt euch da Hirngespinste zusammen, um eure Schuldkult zu pflegen. Und das ist das, was ich immer wieder anprangern werde. Und das hat nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern einfach nur klare Worte zu sprechen über den Wahnsinn, den ihr euch zusammen mit euren Kommunisten hier erlaubt, um uns weiter ausnehmen zu können. Weiter geht's. 1447, eine erste Randbemerkung. Nachfolger des in Warna gefallenen polnisch-litauischen Königs Władysław III. Wird der Großfürst von Litauen, Kasimir IV. Und noch einmal 1447, die Bürger Berlins und Kölns, in dem Fall mit C vorn geschrieben und zwei L, Kölns, versuchen in einem erfolglosen Aufstand gegen Kurfürst Friedrich II. Von Brandenburg, dem in Anführungszeichen Berliner Unwillen, Anführungszeichen Ende, die städtische Autonomie durchzusetzen. Ja, damals haben noch echte Berliner demonstriert gegen die Herrschenden. Heute demonstrieren asoziale linksrote, linkszionistische Extremisten gemeinsam mit importierten linken Extremisten aus aller Welt für die Versklavung Berlins durch rot-rot-grüne Banden. Weiter geht's. 1448, Machtwechsel in Dänemark. Nach dem frühen Tode des skandinavischen Königs Christoph III. Im Alter von 30 Jahren wird Graf Christian I. von Oldenburg König von Dänemark. Von nun an bis in die Neuzeit hinein stellt das Haus Oldenburg alle dänischen Monarchen. In der Nachfolgefrage war die Wahl zunächst auf Herzog Alfons VIII. Von Schleswig gefallen, der zu der Königsfamilie in verwandtschaftlichen Beziehungen stand. Der Herzog hatte die Krone abgelehnt, dafür aber seinen Neffen Christian vorgeschlagen, der vom dänischen Parlament akzeptiert wurde. Ein Jahr nach seiner Königswahl heiratet Christian die Witwe seines Vorgängers. Durch die Ehe mit Königin Dorothea verbindet sich Oldenburg mit dem Hause Hohenzollern und verzeichnet dadurch einen erheblichen Machtzuwachs. Ein halbes Jahrhundert vor der Krönung hatte eine Ständeversammlung aus Dänemark, Schweden und Norwegen, unter Führung der ehrgeizigen Königin Margarete I. mit der Kalmarer Union ein Dauerbündnis der skandinavischen Reiche beschlossen. Die drei Länder hatten sich in dem Abkommen zu einem gemeinsamen außenpolitischen Auftreten und einer gemeinsamen Thronfolgeregelung verpflichtet. Auch König Christian I. gelingt es in seinen ersten Regierungsjahren, sich seiner Feinde im Adel zu entledigen und ganz Skandinavien zu beherrschen. 1450 wird eine Zusammenkunft des dänischen und schwedischen Parlaments beschlossen, auf der Christian zum König von Norwegen und zum Erben des schwedischen Throns erklärt werden soll. Als der amtierende schwedische König Karl VIII. Die Pläne des Oldenburgers vereiteln möchte, kommt es zum Krieg zwischen Dänemark und Schweden, der 1457 mit der Absetzung Karls VIII. Endet. Also hier sehen wir Dänemark, Schweden, alles deutsche Einflüsse, deutsche Kultur. Und deswegen ist es halt ein Unterschied, ob er Däne nach Hamburg zieht und sich dort ansiedelt oder Schwede oder ob das einer aus dem Orient oder aus Afrika ist.
Und da können die linkszionistischen Migrationsspinner sonst was erzählen. Das, was ihr hier vertretet, ist irre. Das ist ein Schaden für Europa, für die ganze Welt. Und es ist ein Unding, dass ihr immer versucht, mit solchen Vergleichen, wenn innerhalb Europas, innerhalb eines Kulturraums Leute von A nach B gezogen sind, das mit einer echten Migration zu vergleichen. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. König Christian I. von Dänemark und Bartolomeo Colleoni nehmen im Januar 1474 an einem Turnierfest auf Schloss Malpaga teil. In Klammern Fresko von Marcello Fogolino, Anfang 16. Jahrhundert, Klammer zu. Wenn man damals von Stockholm oder Kopenhagen nach Paris, Madrid oder Rom gezogen ist oder nach Hamburg, Berlin oder umgekehrt, dann war das im Prinzip wie ein Umzug innerhalb Deutschlands oder innerhalb eines Kulturrahmens, aber nicht, wenn man von Djibouti nach Berlin umgesiedelt wird. Weiter geht's mit dem 17. Februar 1448. Wiener Konkordat stärkt Papsttum. Papst Nikolaus V. und der deutsche König Friedrich III. Beschließen das Wiener Konkordat, das die Beziehungen zwischen der römischen Kirche und dem römisch-deutschen Reich bis zu dessen Ende im Jahre 1806 regeln wird. Die Übereinkunft lässt die Ergebnisse des Basler Reformkonzils nahezu unberücksichtigt und läuft dem von Frankreich eingeschlagenen Weg des in Anführungszeichen Gallikanismus Anführungszeichen Ende fast in jeder Hinsicht zuwider. Der Papst erhält bedeutende Rechte bei der Pfründenbesetzung, den Bischofswahlen und an den Einnahmen von Reichsabgaben. Durch diesen Machtzuwachs gelingt es Nikolaus V. 1449, den amtierenden Gegenpapst Felix V. gegen den sich sein Vorgänger Eugen IV. Nicht hatte durchsetzen können, zu unterwerfen und zur Demission zu zwingen. Damit steigt Nikolaus zum alleinigen Pontifex auf. Er gilt als der erste Renaissance-Papst und gründet die Vatikanische Bibliothek. Und da haben wir ein Bild. Der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Friedrich III., der 1448 das Wiener Konkordat aushandelte. In Klammern Gemälde Hans Burgmeier, der Ältere, zugeschrieben 1510. Also es wird ihm noch zugeschrieben, ob es wirklich gemalt hat, der Burgmeier, steht nicht hundertprozentig fest. Das ist so wie mit Biden, dem man jetzt auch schon die Wahl zuschreibt. Aber ob es wirklich ist, dem Präsidentenamt. Aber ob es wirklich hat, steht noch mal auf einem Blatt, reimt sich sogar. Und was sich reimt, ist gut, sagte immer der Pumuckl, ne? Ja, da sehen wir Herrschende und Kirche, die baldowern alles zusammen aus und nicht immer zum Wohle der Menschen. Oder meistens nicht zum Wohl der Menschen. Weiter geht's. 1449, eine Randbemerkung. Der Herrscher der Timuriden-Dynastie in Mittelasien, Ulugh Beg, wird von seinem Sohn Abd al-Latif ermordet. Das Timuridenreich zerfällt. Und noch einmal eine Randbemerkung. 1449, das mongolische Volk der Oiraten dringt nach Nordchina ein und nimmt in der Festung Tumu in Hebei Kaiser Shengtong gefangen. Shengtong geschrieben Zheng und dann Tong, Tung. Shengtong. Ja, und weiter geht's. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Seiten heute. Und da haben wir als erstes, nehmen wir gleich die Randbemerkung weg, können wir sie nicht mehr vergessen. 1450. Wirren in Mayapan führen zur Zerstörung der wichtigsten Maya-Stadt in Mittelamerika. Im Zuge der folgenden langen Bürgerkriege der verschiedenen Stämme erlischt das Reich. Und um 1450, die Azteken begründen in Mexiko den Drei-Staaten-Bund. Unter der Führung der Aztekenstadt Tenochtitlan entsteht ein Bündnis mit den 1428 geschlagenen Tepaneken von Tlacopan und den
Akolua, nochmal, mit den, nochmal, mit den 1428 geschlagenen Tepanegen von Tlacopan und den Akolua mit Zentrum in Texcoco. Das war also das Dreierbündnis der Azteken, die Akolua und die Tepanegen. Ja, und dann haben wir als nächstes 1415, Revolution im Kriegswesen. Eine Revolutionierung des Mittelmilitärwesens deutet sich an, als in Spanien aus dem Faustrohr die Arkebuse entwickelt wird. Mit ihr beginnt die Entwicklung der modernen Handfeuerwaffen. Als Arkebusen hatte man zuvor eine Armbrust bezeichnet, nun geht der Name wegen ihrer Leichtigkeit auf die neue Handfeuerwaffe über. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts waren die Feuerwaffen wegen ihrer Größe und ihres Gewichts schwer zu transportieren und im Kampf unflexibel. Mit der in Anführungszeichen Ein-Mann-Kanone Anführungszeichen Ende ist dieser strategische Nachteil ausgeschaltet. Sie kann von einem einzelnen Soldaten getragen werden. Allerdings benötigt man zum Abfeuern noch zwei Mann. Dennoch wird die Arkebuse zur beweglichsten Feuerwaffe des spätmittelalterlichen Militärwesens. Sie verfügt über einen verlängerten Lauf, der die Durchschlagkraft der Geschosse steigert. Kurz hinter diesem Lauf befindet sich ein Haken, der, wie später der Schaft, den Rückschlag abfangen soll. Er verleiht der neuen Waffe den Namen in Anführungszeichen Hakenbüchse, Anführungszeichen Ende, Punkt. Geladen wird die Arkebuse mit Bleikugeln oder Steinen. Entzündet wird sie durch die Lunte, eine getränkte Hanfschnur. Der Arkebusier, ein mit Hakenbüchse bewaffneter Soldat, verbreitet sich rasch in den Armeen Europas. Vor der Effizienz seiner neuen Waffe versagen die traditionellen Verteidigungstechniken. Durch die große Durchschlagskraft gefährdet die Pulverwaffe die Wälle der Städte und Burgen, die bisher nur gegen Steinschleudern befestigt sind. Nur kurzes Bäuerchen, Entschuldigung. Durch die hohe Reichweite der Arkebusen und Kanonen rücken die Truppen der Angreifer und der Verteidiger auseinander. Die Belagerer heben vor ihren Angriffszielen Schützengräben aus, in denen sich die Artillerie verschanzt. Zugleich werden auf den Mauerkronen der Verteidigungsanlagen Kanonen zur Abwehr stationiert. Zahlreiche Befestigungsanlagen müssen umgebaut werden. Vor allem müssen die hohen Türme durch kürzere ersetzt werden, da sie für die neue Waffe ein leichtes Ziel sind. Hatten sich verschrieben, also Waffen geschrieben, für die neue Waffe ein leichtes Ziel sind. Ja, da sieht man, wie sich plötzlich durch so eine Erfindung alles wieder verändert und man sich umstellen muss. Aber unsere SPD, SED, linke Stasi-Partei und linkszionistische Grünen-Partei, die möchten ja am liebsten gar keine Waffen mehr haben, dass wir dann von den Zugewanderten vollkommen überrollt werden können. Ja, da haben wir noch ein Bild dazu. Mit einer Arkebuse in Klammern Hakenbüchse, Klammer zu, ausgerüstet, verwundet ein Schütze einen Ritter. In Klammern Illustration aus der Verserzählung in Anführungszeichen Teuerdank, Anführungszeichen Ende, geschrieben Theuer und dann Dank, Teuerdank, von Kaiser Maximilian I., Augsburg 1517. Da sehen wir nochmal so eine Arkebuse. Da hatten selbst die Ritter mit ihrer Rüstung nur noch schlechte Karten dagegen. Ja, und dann kommen noch zwei Artikel, zwei kurze, und dann sind wir fertig für heute. Februar 1450. Staatsstreich in Mailand. Der Mailänder Condottiere, in Klammern zu Deutsch Söldnerführer, Klammer zu, Francesco Sforza, gewinnt durch einen Staatsstreich die Würde eines Herzogs von Mailand und errichtet eine erbliche Herrschaft für das Haus Sforza ohne Belehnung durch den deutschen König Friedrich III. Francesco ist verheiratet mit Bianca Maria, der natürlichen Tochter des letzten Visconti, Philipp Maria.
Nach dessen Tode im Jahre 1447 hatte man in Mailand die in Anführungszeichen Ambrosianische Republik, Anführungszeichen Ende, ausgerufen. Ich glaube sowieso auch mal der AC Mailand ganz am Anfang, Ambrosia Milano. Ich bin mir nicht ganz sicher, könnte auch Inter Mailand gewesen sein, aber ich glaube, das war der heutige AC Mailand, die nannten sich Ambrosia Mailand, Ambrosia Milano. 1450. England räumt Normandie. Nach Siegen König Karls VII. Von Frankreich müssen die Engländer die Normandie räumen. Seit dem Ende des Hundertjährigen Krieges besetzten die Engländer wichtige Positionen in der nordfranzösischen Region. Klerus und Adel kooperierten mit den Besatzern. Erbitterter Widerstand seitens der städtischen Bevölkerung entlud sich in drei großen Aufständen. Die herrschaftsfeindliche Opposition wendet sich nach dem Machtwechsel auch gegen die französische Regierung. Ja, und damit sind wir durch. Bilder hatten wir auf der letzten Seite dann nicht mehr. Oder bei von den beiden letzten Artikeln. Ja, und dann hoffe ich, dass wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei gewesen ist. Ihr wieder die ein oder andere Wissenslücke schließen konntet oder altes Wissen wieder aufgefrischt wurde. Oder, und was noch das Wichtigste ist, Anregungen gegeben worden sind, mal selbstständig anhand der Fakten, die ich wiedergegeben habe, mit ein paar kleinen Kommentaren und zugegebenermaßen von mir dabei, Anregungen gegeben wurden, um selbstständig über historische Personen und historische Ereignisse der Geschichte nachzudenken und sich das Nachdenken nicht abnehmen zu lassen von anderen Personen, die das heutzutage schön nach ihrer linkszionistischen Ideologie gerichtet auslegen, dass es für ihre Ideologie passt und zur Hetze gegen alles, was Europäer, Deutsche, Franzosen, Italiener sich geschaffen haben. Ja, und dann hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat. Wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei Facebook und YouTube. Und damit verbleibe ich wie immer mit. Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.